Norddeutschlands Bauern auf der Zinne. Alle haben die Schnauze voll von dieser Regierung und wollen dagegen was machen. Politiker unter Druck. Christian, ihr seid weg in 2 Jahren. Ihr seid weg. Wir denken halt in Generationen und die Politik denkt nur in Wahlperioden. Zur Demo mit dem Trecker durchs halbe Land. Wir sind jetzt in der 14. Stunde. Und langsam würde ich das Bett vorziehen, anstatt noch zu fahren. Kruge im Landkreis Vechta, die deutsche Schweinehochburg im Nordwesten Niedersachsens. Hier hält Ralf Ehrenbock 4000 Mastschweine. Jeden Tag noch vor dem Frühstück schaut er nach dem Rechten. Wir machen Tierwohl seit 4 Jahren, haben den ganzen Betrieb auf Tierwohl umgestellt. Wir haben extra größere Fenster eingebaut, weil wir 1,5 Quadratmeter der Stallfläche muss Fenster sein. Dann haben wir hier noch Raufen eingebaut, wo wir dann Heu, Stroh reintun können, damit die Schweine beschäftigt sind. Freiwillige Umbaumaßnahmen. Pro Schwein gibt es so mehr Geld. Aber Preisdruck und immer neue Vorschriften zerren an den Nerven. Ich würde auch gerne einen Außenklimastall bauen. Das ist, es ist aber hier bei uns in der Gegend nicht möglich. Erstens, der Landkreis will es nicht, er genehmigt auch keine. Die Gesetze geben es nicht her. Ich habe auch schon mit Schlachthöfen gesprochen und auch ein bisschen verhandelt. Aber die geben mir Verträge über 3 Jahre vielleicht, höchstens 5 Jahre. Dass ich dann einen Mehrerlös kriege, wenn ich so einen Außenklimastall bauen würde. Ja, aber so einen Stall habe ich ja nach 5 Jahren noch gar nicht abbezahlt. Das ständige Hin und Her in der Politik kennt auch Renke von Seggern. 60 Kilometer weiter nördlich in Hatten im Landkreis Oldenburg. Der Bullenmäster will gleich nach Hannover zur Bauerndemo. Also das größte Problem für uns ist tatsächlich die Bürokratie. Alles, was dokumentiert werden muss, alles, also doppelt und dreifach dokumentiert werden muss. Die ganze Verordnung, die wir einhalten müssen, diese ganzen Überprüfungen, die wir bekommen, das ist halt das, was uns das Leben schwer macht. Guten Tag. Endlich wieder da. Der 36-Jährige war schon oft mit seinem Trecker unterwegs zum Demonstrieren. Vor Zentrallagern der Lebensmittelkonzerne. Gegen unfaire Preispolitik. Jetzt hat er ein neues Plakat. Die Ampel muss weg, ist natürlich sinnbildlich gemeint. Grundsätzlich geht es um die Agrarpolitik. Was nach der Ampel kommen würde, wissen wir ja auch nicht. Aber grundsätzlich muss da ein Richtungswechsel her. Das ist ein bisschen provokativ gemeint, aber die ganzen Runden, wo nur darüber diskutiert worden ist, gab es genug. Jetzt bringen wir den Protest massiv auf die Straße, damit wir nicht überhört werden können. Am liebsten würde er heute mal direkt mit einem Politiker sprechen. Aber erst einmal hinkommen nach Hannover. 4 Stunden hat er für die 145 Kilometer Fahrt von seinem Hof bis in die Landeshauptstadt eingeplant. Ja, wir stehen hier jetzt in Garbsen. Und hier geht aktuell gar nichts mehr. 5,5 Stunden später. Ihre Trecker mussten Renke von Seggern und seine Kollegen an einer Zufahrtsstraße stehen lassen. Aber sie sind pünktlich angekommen. Zusammen mit gut 2000 anderen Landwirtinnen und Landwirten. Und auch der Fraktionsvorsitzende der FDP ist dabei. Ich habe gerne noch ein Ratsgespräch, aber wir können jetzt gerne noch. Christian, ihr müsst sehen, dass ihr die Oberhand gewinnt. Ihr müsst sehen, dass ihr für eure Landwirte, für den ländlichen Raum und damals auch für angetreten, dass ihr da mal wieder die Oberhand gewinnt. Ihr seid weg.
zwei Jahren. Ihr seid weg. Wir messen euch jetzt, wir messen euch jetzt an dem, was auch spätestens Montag dabei rauskommt. Das Problem müssen ja nicht nur hier erzählen, umsetzen. Da muss was kommen. Planungssicherheit heißt auch länger als eine Wahlperiode. Stichwort Niederwechsel. Genau. Ja, mit unseren, wenn wir was bauen wollen und so, ne? Du weißt das. Baurecht, genau. Ja. Das sieht man ja. Wenn da eine Pipeline gebaut werden muss, das geht über Nacht. Ja. Die vier Monate die Anlege schon quasi ohne Genehmigung anfangen. Das gedauert drei Wochen. Vier Monate mit Bau. Das ist der Wahnsinn. Ja. Deswegen muss das im Baurecht auch möglich sein. Ja. Ich bin total dabei. Ja. Christian, vielen Dank. Ja, das war natürlich super, dass wir ihn ja noch gerade mal erwischt haben. So, wer viel redet, muss auch essen. Bilanz nach dem Demotag. Viel geredet, aber noch keine Lösungen. Da haben wir jetzt auch nicht mit gerechnet, dass die heute hier gerade hier in Hannover jetzt irgendwelche Zugeständnisse machen. Aber wir müssen halt alle Möglichkeiten nutzen, Druck aufzubauen auf der Straße, damit vielleicht ein Restfunken Hoffnung das noch überträgt nach Berlin hin, dass das nochmal in unsere Richtung läuft, dass eine Agrarwende stattfindet. Das geht jetzt nicht nur um den letzten Tropfen Diesel, den wir nochmal Steuerermäßigung haben wollen, sondern eben es geht auch um die allgemein agrarpolitische Lage. Übermorgen findet in Berlin die große Bauerndemo statt. Auch Schweinemester Ralf will hin, natürlich mit Trecker. 400 Kilometer sind es von Kroge bis nach Berlin. Das ist die längste Fahrt in meinem ganzen Leben bislang mit dem Schlepper. Ich hoffe, dass es was bringt. Und ich bin ja nicht alleine da. Es sind ja, ich weiß nicht, wie viele kommen, aber es wird ein Riesenauflauf sein in Berlin. Und das können wir halt nur schaffen, wenn wir zusammenhalten. 6.000 Euro pro Jahr würde ihn der Wegfall der Dieselsubventionen kosten. Es wurde einfach nur gesagt, und jetzt ist es weg. Das geht einfach nicht. Ich kann ja auch nicht einfach zu dir sagen, verzichte mal morgen. Ab morgen verzichtest du auf einen Monatslohn. Den kriegst du einfach nicht mehr. Das ist, für uns wäre das ein Monatslohn. Das ist, für viele hört sich 6.000 viel an, aber bei so einem Betrieb, wir haben ja auch riesige laufende Kosten. Und das ist halt, ich finde das ungerecht und das ist auch nicht fair. Der Agrardiesel hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Auch Ralfs Kumpel Philipp Stuntebeck will mit nach Berlin. Auch er ist Schweinemester und betreibt dazu noch ein Lohnunternehmen. Zusammen mit weiteren Landwirten aus dem Landkreis Vechta wollen sie in einer Kolonne zur Demo fahren. Eine gute Vorbereitung ist da alles. Das Wichtigste ist mit Essen, Trinken. Schlafsachen sind auch alle da. Also es kann eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Wir müssen jetzt nur noch ankommen, das ist das Allerwichtigste. Und ich hoffe, das schaffen wir. Ich habe da heiden Respekt vor, wenn da irgendwie 10.000 Schlepper kommen und ich wäre enttäuscht, wenn ich 5 Kilometer vor Berlin irgendwo stehen würde. Wir meistern wir fertig. Also, ja. Deshalb hat Philipp schon einen Plan ausgearbeitet, wie das klappen könnte. Wir fahren zu dem Pferdehof, wie heißt der, Kloster Lenin, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und dann ist eigentlich, möchte ich eigentlich nur den Auflieger absatteln und nur mit der Zugmaschine reinfahren. Der Wohncontainer kommt mit in Berlin rein. Da können wir uns dann ja verpflegen, beziehungsweise auch drin schlafen und dann im LKW, ne? Ja. So ist die Idee. Ganz klar ist auch Rettungswege, das stellen wir zu, haben wir noch nie gemacht. Das soll eine friedliche Demonstration werden, nur irgendwo ja, muss man ja Präsenz zeigen, sonst hören die uns ja nicht da oben, ne? GE09 587 89001. Die einen bereiten eine Demo vor, die anderen müssen sich um Papierkram kümmern. 104. Das hier, ne? Siehst du ja gleich. Ja. Musst du bei Eingang musst du auch nur einmal einen Stempel machen. 10 Stunden verbringt Bullenmeister Renke im Schnitt pro Woche am Schreibtisch. 099. Beim Anmelden der neuen Tiere hilft ihm seine Frau Ramona. Die 86. Mit jeder Verordnung fällt natürlich immer mehr Dokumentation an, ne? Also wenn man irgendwo Geld haben will, sage ich immer, dann musst du das irgendwo alles auch beantragen. Und allein dieser Antrag, der ja auch häufig jedes Jahr wieder der gleiche ist, muss auch jedes Jahr wieder neu gestellt werden. Und das heißt ja auch, im Büro verdienst du dein Geld. Na, das ist, bist du nicht fleißig im Büro, verdienst du kein Geld. Das ist einfach so, ja. Subventionen gibt es für die bewirtschaftete Fläche. Bei den von Seggans sind das rund 100 Hektar. Das nennt sich ja Einkommensgrundstützung für uns. Das hört sich auch schon so ein bisschen peinlich an, sag ich mal.
dann sind das noch irgendwo 140 Euro auf dem Hektar. Ne? Und wir haben damals, wo ich angefangen bin, haben wir 400 bekommen. Ne? Also das und das eben zu den Maßnahmen, die wir jetzt machen müssen, steht das eigentlich schon in keinem Verhältnis mehr. Moin. Ja, moin. Hallo Renke. Na? Hallo. Ja. Wie sieht's aus? Jo. Hallo Gunnar. Kalt ist draußen. Hallo. Ja, ne? Moin. Ja, komm rein. Heute steht noch die Flächenplanung für die neue Saison an. Damit alles richtig dokumentiert wird, kommt Gunnar Jaborg. Er berät landwirtschaftliche Betriebe. Genau, wir haben hinten im Windpark, sagen wir da mal zu, da haben wir so circa 45 Hektar haben wir da im roten Gebiet liegen. Ja. Und dann liegen aber auch noch einige Flächen links von dem Strich, die wir normal beplanen dürfen. Ja. Die anderen im roten Gebiet müssen wir dann halt wieder diese 20% abziehen. Ja. Und eine Erminprobe muss da auch genommen werden. Ja, dann lass uns mal den Anbau einmal durchgehen. Was baust du dieses Jahr für Kulturen an? Haben. Eigentlich soll Gunnar Jaborg Familienbetriebe wirtschaftlich beraten. Also zum Beispiel, wo das Geld für einen neuen Stall herkommen könnte. Aber es geht ganz oft nur noch darum, den Landwirten beim Ausfüllen von Formularen zu helfen, sagt er. Weil die Betriebe immer mehr Daten melden müssten, zum Beispiel an die Landwirtschaftskammer. Es ist so eine Informationsflut, die da gegeben wird, wo, sag ich mal, der Verordnungsgeber im Grunde nach unserem Dafürhalten und dem Dafürhalten der Branche gar nicht weiß, was er mit diesen Daten alles machen will. Und seit 2017 explodiert das Ganze. Wir haben Politik ist ja sonst im Grunde so ein Rahmengeber für auch Unternehmen. Nur dieser Rahmen wird immer enger gestrickt und das merken wir ganz deutlich. Genug von draußen. Seit 13 Generationen bewirtschaftet Renkes Familie den Hof in Hatten. So Leute, Essen ist fertig. Ja. Reichlich sind sie heute gedeckt. Wir hoffen, dass es allen schmeckt. Guten Appetit. Guten Appetit! Sieht sehr lecker aus. Bei den von Seggerns leben die drei Generationen unter einem Dach. Jeder, der hier ist, hilft auf dem Betrieb mit. Aber das gelernt hat oder nicht, spielt keine Rolle. Das muss einfach jeder. Das ist so. Jeder bringt seinen Teil. Und die Mahlzeiten am Tisch sind natürlich wichtig auch. Weil das ist immer ein Moment, wo man eben alle zusammen, wo was besprochen wird, auch mal. Wart ihr heute eine Bücherei? Vor 7 Jahren hat Renkes Mutter Marion den Betrieb an ihren Sohn übergeben. Die Proteste der Landwirte finden die Eltern genau richtig. Ich bin ja nun auch schon 45 Jahre hier auf dem Hof mit aktiv und habe schon viele Veränderungen mitgemacht. Es gab immer Diskussionen, wie wir uns weiterentwickeln können oder wie wir was gestalten wollen. Und jeder hat für seinen Bereich so ein bisschen gekämpft. Aber was jetzt abgeht, das ist eine ganz andere Liga. Weil da geht es auch immer richtig ins Geld. Und also manches Mal denke ich, wir können das so nicht weiter durchziehen. Unsere Altersversorgung letztendlich muss aus dem Hof bestritten werden. Bisher hat es immer gut funktioniert, dass die jüngere Generation die ältere bis zum Lebensende mitversorgt. Familie von Seggern ist sich aber nicht mehr sicher, dass das auch in Zukunft so klappt. 10 Uhr morgens. In gut 25 Stunden soll die Demo in Berlin beginnen. Während der langen Fahrt hat Ralf Zeit zum Nachdenken. Die Wertschätzung, die hat ganz schön nachgelassen die letzten Jahre. Sei es von der Politik und sei es auch von einigen Bürgern. Für viele Bürger ist es halt normal, dass es bei Aldi alles gibt. Aber das gibt es bei Aldi aber auch nur, weil wir Landwirte dafür arbeiten und die Erzeugnisse herstellen. Das Wichtigste jetzt, zusammenbleiben. Philipp fährt mit seinem LKW direkt hinter Ralf. Ja, Ralf? Hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich. Ich schätze, also wir schaffen schon irgendwo im Schnitt, denke ich, 40 Kilometer die Stunde. Ja. Ja. Minimum 10 Stunden. Ja, aber wir werden es ja wohl schaffen, dass wir heute Abend noch ein, zwei Stündchen die Augen zukriegen. Ja, das hoffe ich doch, ne? Ja. Ja, du, kann man alles schlecht planen, aber du, solange nichts kaputt geht und alles so weit läuft, machen, ne? Also, ja, genau. Du, ich bin ganz guter Dinge. Wir fahren erstmal weiter und dann gucken wir mal. Aber schon nach 30 Kilometern der erste ungeplante Halt. Ob einer was kaputt hat, ich weiß es nicht. Oder ob die nur kurze Pause machen wollen. Aber ich glaube, da ist ein Trecker am Qualm.
Es riecht verbrannt. Aber Landmaschinenschlosser Jannik ist mit im Konvoi. Zieh mal wieder an. Normal, lösen. Das ist fest. Oh, der Neue ist nicht drin. Kommst du auch mit uns mit? Nein, 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 ich komme danach. Ich fahre nach Hause, hol mein Auto und komme hinterher. Bremse ist fest. Am Tiger, die Bremse ist fest. Ja. Den Tiger, er bringt den Tiger nach. Oder wir. Tiger bleibt hier, er bringt den nach Hause. Oder du willst erst nach Hause fahren, ne? Ja. Und, er kommt nachher mit dem Auto nach. Nehmen wir jetzt einen anderen Tiger. Das Wichtigste gespannt, wo wir drin schlafen wollen und wo das Essen drin steht. Gestern habe ich noch Witze gemacht, dass wir da eine kommen. Ja, das, wenn nur 30 Kilometer kommen, auch scheiße, oder? Ja, was willst du machen? Ja, wieder einer weniger, ey. Der 42 Jahre alte Oldtimer bleibt stehen. Das ist irgendwie das Scheiße, oder nicht? Jetzt muss Ralf mit seinem Trecker den Wohncontainer ziehen. Oh, Junge, 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 ey, so kommt mir auch die Erzähl, du. Meine Fresse. In 10 Stunden nach Berlin, das wird nichts. So viel ist jetzt schon klar. Eine Mittagspause muss trotzdem sein, auch wenn die Zeit für das geplante Grillen nicht reicht. Wenn wir jetzt umdrehen, sind wir schneller zu Hause wie nach Berlin. Er sagt aber, das ist gut, dass wir 40 fahren, weil dein, was war damit? Meiner spinnt auch schon so ein bisschen rum, aber Kühlwasser. Ja. Ich guck da gar nicht rein, weil wir fahren erstmal weiter, solange es geht. Nee, und wir gucken da gleich erst rein, dann stehst du dann eben auf dem Bundesstraße zu liegen. Deswegen haben wir ja ein Schloss noch mitgenommen, dass wir danach gucken können. Ralf, muss mal gucken, komm. Und tatsächlich, Ralfs Trecker erleckt. Sieht eher nach Kühl aus, ziemlich weit vorne, ne? Guck mal, vorne am Schlauch, ja? Direkt vor deiner Nase. Direkt vor deiner Nase. Guck mal, da unten, da, Janik. Da bist du schon runter. Kannst du sonst. Ist eine Schelle los, hatte ich gesagt. Der Außenmelder, der ist gerissen. Der Trecker, der kommt gerade aus der Werkstatt. Das ärgert mich eigentlich ungemein. Also, eigentlich sollte das nicht sein. Zeit für eine aufwendige Reparatur fehlt. Schlosser Janik füllt Wasser auf. Das muss reichen. Wahnsinn. Also, das ist echt viel. Und ich habe heute noch nicht eingesehen, der irgendwie oder so gemacht hat. Also alle Daumen hoch. Gerade einmal die Hälfte der Strecke haben sie geschafft. Der geplante Zwischenstopp vor Berlin fällt aus. Ich meine reinfahren, weil das ja schon so durchgeklingelt ist, dass da wahnsinnig viele sind. Und ja, wir wollen auch gerne vorne mitspielen. Ne? Also irgendwo so ja nicht ganz ab vom Patsch stehen. Ne? Doch die Zweifel, ob sie überhaupt ankommen, wachsen. Denn Ralfs Trecker zeigt schon wieder eine Warnmeldung an. Ja, er zeigt mir Getriebeöl an. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Er zeigt mir an, Getriebeöl zu hoch, Temperatur und Füllstand kontrollieren und Filter kontrollieren. Jetzt gerade hat er es wieder nicht angezeigt. Das ist wahrscheinlich der Filter dicht. Ich habe gar nichts nachgeguckt worden, weil ich da erstmal von der Straße runter wollte. Getriebeöl ist aber noch drauf. Wie hat dein Getriebeölkühler denn wohl? Nicht, dass er wieder zu wenig Wasser hat. Dann kriegen wir nichts zu packen. Weiterfahren. Ja, machen können wir eh nichts. Ja. Wenn das nachher wiederkommt, dann. Sonst fährt mal zwischendurch einmal kurz. Lass ihn einen Kaffee trinken gehen, dass er ein bisschen abkühlen kann. Hätte ich gesagt. Und dann weiter. Ja. Ab hier geht die Fahrt ohne Panne weiter. Doch inzwischen ist sowieso die Müdigkeit das größte Problem. Wir sind jetzt in der 14. Stunde. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass es so lange dauert. Aber es geht noch, aber so langsam würde ich das Bett vorziehen, anstatt noch zu fahren. Und dann Berlin. Ja, wir müssen natürlich als Truppe zusammenbleiben. Ne? Wir können nicht ganz auseinanderreißen. Genau. Ja? Ja, klar, das habe ich gesehen. Ja. Das reinste Chaos. Wie es beschrieben wurde von anderen, die schon hier sind, es ist wirklich Chaos hier. Keiner weiß mehr, wohin. Polizei hoffnungslos überfordert. Und ich glaube, hier macht einfach jeder, was er will.
Es sind zu viele, die kriege ich hier nicht rein in die Lücke. Ja, ich weiß, aber da vorne ist gar nichts mehr. Dann fahren wir halt in die lange Straße rein hier. Da wollen wir sowieso eigentlich auch hin. Wir sind ganz aus dem Landkreis Vechta angereist, da kann man wohl durchfahren. Was soll ich sagen? Die ganze Kolonne gehört zu Ihnen? Ja. Und die folgen Ihnen alle? Die folgen mir alle. Na gut, na dann. Ein gutes Gelingen. Danke. Hier ist gut drauf, da können wir mitarbeiten. Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Die werden uns wegjagen. Ne? Hier, da rein und dann nach vorne hin. Das Ziel? Möglichst nah ran ans Brandenburger Tor. Ja, wir stehen jetzt. Wir parken jetzt. Ist gut, oder? Eigentlich wollte ich noch 2 Kilometer weiter, aber oder 1 Kilometer wollte ich wohl noch weiter, weil da Freunde von uns stehen. Aber alles gut. Ich bin froh, dass wir hier gefahren sind. Ich glaube nicht, dass die Polizei das wollte, dass wir hierhin fahren. Aber das war unseren Anführer vorne egal. Wir haben es geschafft. Sind glücklich. Jetzt noch was essen. Kleines Bierchen trinken und dann ist Feierabend für heute. Es ist inzwischen 2:30 Uhr nachts. Mehr als 15 Stunden waren sie unterwegs. Viel Schlaf werden sie heute nicht mehr bekommen. Ja, jetzt können wir. An ein Feierabendbier ist auf dem Hof von Renke von Segger noch lange nicht zu denken. Er muss jetzt füttern. In seinen Ställen stehen Mastbullen, insgesamt 400 Tiere. Die Milchkühe hat die Familie abgeschafft, zu arbeitsintensiv. Als Renke den Betrieb übernommen hat, hat Familie von Seggern 2 moderne Ställe bauen lassen. Mit mehr Platz und viel frischer Luft für die Bullen. Bis der Kredit abbezahlt ist, wird es noch 13 Jahre dauern. Es könnte allerdings sein, dass er vorher erneut umbauen muss, sollten sich die Gesetze ändern. Ja, die Planungssicherheit ist eigentlich das größte Problem, was es seitens der Politik uns gegenüber gibt. Weil es ist immer schön, wenn da neue Verordnungen und sowas auf den Weg gebracht werden, die auch teilweise querfinanziert werden. Und dann kommt die nächste Regierung. Und die kippt das Ganze dann wieder oder setzt das dann wieder aus. Das ist halt das, was bei uns nicht geht. Wir denken halt in Generationen und die Politik denkt nur in Wahlperioden. Ne? Auf seinem Wintergerstefeld wird heute gebohrt. Und zwar in 3 verschiedenen Tiefen. Einmal im Jahr kommt Lohnunternehmer Renke Dählmann auf den Betrieb der Familie von Seggern, um Bodenproben zu entnehmen. In einem Institut für Düngemittel wird dann untersucht, wie viele Nährstoffe im Ackerboden sind. Ja, moin. Moin. Hallo. Ja. Mensch, hat ja ganz spontan geklappt, wa? Ja, genau. Nutzt ihr das frostige Wetter noch ein bisschen aus? Ja, genau. Wir waren sowieso gerade unterwegs. Ich habe jetzt auf dieser Fläche hier 15 Einstiche gemacht. Pro Fläche müssen 15 Einstiche gemacht werden, bis 90 cm Tiefe. Ja. Habe das Ganze dokumentiert hier auf meinem iPad, damit wir auch jederzeit das nachweisen können, dass wir hier waren. Ja. Und wir können ja mal kurz gucken, wie es hier aussieht. Da geht's, bei diesen Proben geht es tatsächlich nur um den Stickstoffgehalt in Form von Nitrat und Ammonium. Und dort wird halt untersucht, wie viel noch im Boden drin ist. Und daraus erhofft man sich, dass man Aussagen treffen kann über die Qualität der Düngung auf dem Betrieb oder auf der Fläche. Und das ist eben so, dass das nach so einem Jahr wie diesem, nach so einem feuchten Winter, sehr schwierig ist zu beurteilen. Weil wir natürlich sehr viel Niederschlag hatten und dadurch natürlich auch sehr viel Nährstoffe vielleicht ausgewaschen sind in tiefere Bodenschichten. Und dadurch ist das nur bedingt aussagekräftig. Aber die Politik glaubt halt, dass sie anhand dessen nachweisen kann, ob der Bauer jetzt gut oder schlecht wirtschaftet. Und das ist nicht der Fall. Mehr als die Hälfte der Felder, die Renke von Seggern bewirtschaftet, liegen im sogenannten roten Gebiet. Das heißt, an bestimmten Messpunkten wurde zu viel Nitrat nachgewiesen. Eine Gefahr fürs Grundwasser. Eine Ursache, zu viel Stickstoff auf den Feldern. Deswegen darf Renke hier nicht so viel düngen, wie er möchte. Genau, hier war mal rotes Gebiet. Das heißt, wir mussten hier auch schon mal 20% der Düngung unterdüngen, unter Pflanzenbedarf unterdüngen. Jetzt sind diese Flächen mal wieder rausgenommen worden. Wir haben aber auch andere Flächen dafür reinbekommen, die vorher nicht im roten Gebiet waren. Jetzt müssen wir dort wieder 20% weniger düngen. Ja, das ist ein Hin und Her. Und die Planung fehlt einem auch dafür natürlich mal wieder. Berlin. Der nächste Morgen. Immer noch rollen Trecker auf die Straße des 17. Juni. Aufstehen jetzt, Eier braten, du! Eier braten jetzt!
Ralf hat, wie viele Landwirte hier, auf seinem Trecker übernachtet. Ja, ich habe sehr schlecht geschlafen. Es kamen so viele Trecker nachher noch. Hier war eine Lautstärke, das kannst du dir gar nicht vorstellen. In einer Stunde beginnt die Demo. Schon jetzt zeigt sich, dass nicht nur die Bauern demonstrieren wollen. Auch viele Handwerker und Selbstständige mischen sich unter die Landwirte. So wie Kaffeebesitzerin Hannelore Zimmermann. Also ich bin hier, weil das mit der Preissteigerung, was wir jetzt insgesamt haben in der Bevölkerung, nicht mehr geht. Ich habe ein Café in Berlin und ich weiß, dass ich ungefähr für alle Sachen, die ich verbrauche im Café, das Doppelte bezahle wie vor 2 Jahren. Ich nehme auch einen mit Milch. So, auf geht's. 4 Kilometer sind es von hier bis zum Brandenburger Tor. Also die Sprüche, bislang ist hier noch kein Spruch dabei, wo ich sagen muss, der ist negativ oder rechtslastig oder sonstiges. Also die Sprüche, die passen alle. Auch die Fahnen passen alle. Da ist keine Fahne mit dabei mit Schwert und Flut. Das gehört nicht zu uns. Wir sind nicht rechts. Wir sind noch nicht rechts angehaucht und wollen auch noch nicht rein in diese Schiene. Diese Leute wollen wir nicht bei der Demo haben. Das ist einfach so. Also, es wird gleich sehr voll, das ist schon klar. Ich hoffe, wir hören noch was. Das wäre nämlich der Worst Case. Wir kriegen gar nichts mit von den Reden. Das wollen wir vermeiden. Deswegen so weit wie möglich nach vorne drängeln, hätte ich bald gesagt. Und dann ganz vorne, weiß ich, von gestern stehen noch, da stehen nur LKWs ganz vorne. Es betrifft nicht nur uns Bauern, nee. Es ist der ganze Mittelstand hier. Und alle haben die Schnauze voll von dieser Regierung und wollen dagegen was machen. Ja, Deutschlands größte Landtechnikausstellung, mitten in Berlin. Der Bauernverband spricht von 30.000 Menschen, die zum Demonstrieren in die Hauptstadt gekommen sind. Danke schön. Ich muss auch noch eins machen. Ja. Für der 60? Ja, 60. 65. Ja. Auf Finanzminister Christian Lindner ist die Truppe besonders gespannt. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Und ich bin Vorsitzender einer Partei, die sich seit Jahrzehnten für den Mittelstand einsetzt. Bringt ja auch nichts. Oder? Wir wollen ja doch hören, was er sagt, oder nicht? Ja, aber vielleicht machen sie sich ja mal Gedanken. Ja, gut. Ja. Aber wenn er nicht ausreden lässt, dann kann er dann ja ausreden. Ja, das ist richtig. Ey, mein Freund ist es auch nicht. Also nicht, dass du mich entfaltest. Doch, war's aber mal. War's, ja. Aber da habe ich mich getäuscht. vielleicht sagt er uns ja jetzt, alles hinfällig. Gut, dass ihr gekommen seid. Wir machen das so. Zugeständnisse macht der Finanzminister aber heute nicht. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn keiner hier hinfährt, dann wäre auch scheiße, ne? Ich glaube, dass wir Erfolg haben werden. Aber es wird nicht aufgehört. Es wird so lange weitergemacht, bis sie einlenken. Hey, girl. Hey, girl. I'll leave you by my side. Hey, girl.